Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute mal was zum Thema umweltschonende Fahrweise erklären. Ich habe ja schon mal den aktuellen Kraftstoffverbrauch eingeblendet. Der beträgt momentan 0,8 Liter pro Stunde, da das Fahrzeug steht. Wenn wir jetzt gleich fahren werden, dann steht natürlich der Verbrauch in Kilometern. So, und jetzt gibt es ja zum Beispiel eine Theoriefrage, was mehr Kraftstoff verbraucht. Und dann ist eine Antwortmöglichkeit eine Sitzheizung oder zum Beispiel die Klimaanlage. Ich werde jetzt einmal die Klimaanlage anschalten und wir werden sehen, was mit dem Kraftstoffverbrauch passiert. Je nachdem, welche Temperatur du eingestellt hast, wird sich der Kraftstoffverbrauch erhöhen. Ja, wenn es besonders kalt bzw. besonders warm draußen ist, du hast die Klimaanlage eingestellt, dann muss die Klimaanlage natürlich dementsprechend die Temperatur halten, die du eingestellt hast. So, wenn wir die Klimaanlage jetzt wieder ausmachen, dann sinkt der Kraftstoffverbrauch wieder auf 0,8 Liter die Stunde. So, und während der Fahrt ist es natürlich dann auf 100 Kilometer gerechnet. Und ja, also die Klimaanlage sowie die Sitzheizung, die ich jetzt hier nicht habe im Auto, die verbraucht extra Kraftstoff. So, jetzt schauen wir uns doch was anderes an. Und zwar geht es um das Thema Drehzahl bzw. fahren in welchem Gang. Und wir werden jetzt einfach mal 30 km/h mit hoher Drehzahl im zweiten Gang fahren. So, wir sehen, wir fahren jetzt im zweiten Gang. Wir fahren mit 30 km/h mit hoher Drehzahl. 30 km/h und haben einen aktuellen Kraftstoffverbrauch von 7,4, 7,3, 7,1. Ja, also sagen wir so gute 7 Liter. Wir werden jetzt den Tempomat bei 30 km/h belassen, werden aber den dritten Gang einlegen. So, wir haben jetzt den dritten Gang eingelegt, sind immer noch bei 30 km/h, haben eine niedrigere Drehzahl und einen aktuellen Kraftstoffverbrauch von knappen 4 Liter. Also einen geringeren Kraftstoffverbrauch durch weniger, geringere, kleinere oder wie es in der Prüfung auch genannt wird, also weniger Drehzahl. Was ist der Unterschied zwischen einer hohen Drehzahl und einer niedrigen Drehzahl? Bei niedriger Drehzahl haben wir, wie wir schon gesehen haben, einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Aber wir haben natürlich auch weniger Leistung. Wenn ich jetzt mal das Gaspedal voll durchdrücke, dann passiert Folgendes. Ja, also die ersten paar Sekunden gar nichts und dann dauert es sehr, sehr lange, bis das Auto auf Geschwindigkeit kommt. Wenn wir jetzt nochmal den zweiten Gang nehmen bei 30 und ich drücke jetzt mal voll aufs Gaspedal, dann zieht das Auto natürlich wesentlich besser an, da wir eine höhere Drehzahl, also auch mehr Leistung haben, aber natürlich auch einen höheren Kraftstoffverbrauch. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen mit dem Video. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie unten in die Kommentare. Ich bin ja gerade dabei, einen neuen Videokurs zu erstellen, Leitfaden für den Führerschein. Und da kommen genau solche Sachen auch dran, so praktische Videos eingebunden mit den Theoriefragen. Das Ganze wird noch etwas dauern. Ich werde dir aber Bescheid geben, wenn es soweit ist, entweder hier auf dem YouTube-Kanal oder auf Instagram. Also schau doch mal demnächst vorbei.